Moin ihr Lieben und schön, dass ihr am Start seid, mich begleitet auf der Suche nach dem besten Burger Deutschlands, ein Teil seid auf der Suche. Wir sind am Ende des Videos und als Anreiz, weil ich meine, es ist schwer, meinen letzten besten Burger zu toppen, habe ich ein 250 Euro Belohnung ausgesprochen, Amazon-Gutschein, auf den, der mir meinen letzten besten Burger toppt, in den Kommentaren. So, und jedes Video, wo wir ihn nicht finden, wird diese Belohnung um 50 Euro erhöht. Wir sind beim nächsten Video also schon auf 300 Euro. Haut mir euren Burger in die Kommentare. In diesem Video erwartet euch ein Patty gemischt aus Schwein und Rind. Hätte ich nicht erwartet, es ist so. Wir erfahren, was wirklich New York City Burger ist und ein Bacon, der vom Himmel gefallen ist, wo ich wirklich eine halbe Stunde saß und überlegt habe, 5 Uhr nachbestellt, wie kann ich euch diesen Bacon beschreiben? Es geht los, wir gehen ab ins Video. Wir sehen uns gleich. Willkommen bei John's Burger Box in Hamburg. Und hier ist das Team Chef Aaron. Er hat das Burgerbraten an der Burgerbrat-Universität studiert. Außerdem mit von der Partie Adeola. Sie stand schon mit 3,5 Jahren am Burgergrill. Und das dritte Mitglied im Team, Lina, bei ihr steht Hygiene an erster Stelle. Und jetzt viel Spaß mit dem saftig-knaftigen Urteil vom saftig-knaftigen Holle. Also, wir sind am Schlüssel. John's Burger Box. Original New York City Burger. Ich weiß nicht, ob es euch so geht wie mir. Man hört jetzt original New York City Burger. Was macht aber ein Burger zu einem New York City Burger? Was machen die anders? Und warum nennt sich das jetzt so? Dem werden wir auf den Grund gehen. Wir gucken jetzt mal, was der Burger so macht. So Leute, ich habe den David hier, hat eben hier gegessen. David, das ist dein Stammlokal hier, was Burger angeht? Ja, auf jeden Fall. Okay, warum isst du hier? Was ist da so geil an dem Burger? Also erstmal kann man sagen, die Burger sind einfach frisch, schmecken einfach immer gut und passt alles zusammen. Die Sachen, die auf dem Burger mit drauf sind, schmecken einfach immer gleich und immer gleich gut. Okay, würdest du sagen, es ist wirklich ein dicker Unterschied zu diesen ganzen etlichen anderen Burgerläden in Hamburg und in ganz Deutschland auf der ganzen Welt? Es gibt hier in der Nähe gibt's noch ein paar andere Burgerläden, aber da sind die Patties nicht so frisch und die sind dann auch immer so rund und dass die genau immer gleich aussehen. Und dann hat man immer das Gefühl, die sind auch so fertig produziert und schmecken die einfach einmal gleich nicht so gut. Okay, halt mir fest, es ist ein anderer Burger, der schmeckt anders hier. Auf jeden Fall. Okay, geil, danke dir, ne? Und danke natürlich auch nochmal für das Kommentar. Ehrenhafte Sache. Kuss an den Herrn Verfasser und jetzt gehen wir mal rein. Ich habe jetzt den Aaron gesagt, er soll so tun, als wüsste er nicht, dass ich komme. Moin Aaron, grüß dich. Ja, hi. Also Aaron, du weißt, was auf dich jetzt ja so einigermaßen zukommt, ne? Ja doch, ja. Okay, und ich habe dir schon gesagt, was mich interessiert, das habe ich eben in der Aufnahme auch nochmal gesagt, für mich Burger. So, dann höre ich original New York City Burger. Mhm. Aber was wäre denn jetzt der Unterschied zum Burger, wie man ihn in Deutschland macht? Also das Schöne ist bei uns, unser Chef John ist gebürtiger New Yorker und er kam dann vor knapp 10 Jahren zum ersten Mal nach Deutschland, nach Kiel. Da hatte John dann auf der Kieler Woche gemerkt, dass ihm so dieses heimische Gefühl von einem richtigen New Yorker Burger fehlt. Und er hat mir das halt oft so erklärt, so ein New Yorker Burger, den nimmst du mit, isst du auf der Hand, ohne viel Trara. Das ist für mich das Feeling, ich habe letztens, und ich bin eigentlich Fan von Handwerkskunst und nicht von diesen Ketten und so. Ich habe letztens bei Five Guys gegessen und das fand ich heftig. Und mal so einen kleinen Burger zum Snacken auf den so an sowas hast du ganz gedacht, genau, ne? Ja, ganz genau. Also unsere Burger sind halt so gemacht, dass du sie in der Hand essen kannst. Mhm. Ne, dass sie standardmäßig erstmal nur Käse, Eisbergsalat, Zwiebeln, Mayo, Ketchup drauf haben. Mhm. Alles andere kannst du optional drauf machen. Mhm. Aber dass du halt wirklich mit dem Fleisch erstmal Punkt ist. Das ist erstmal dann, was einen guten Burger ausmacht. Es gibt eine Belohnung halt für den, der den bisherigen Top-Burger Nummer 1 bei mir toppt im Ranking. Und so, würdest du sagen, die Belohnung ist heute fällig für den, der diesen Tipp gegeben hat, oder? Ich hoffe es. Ja? Ich kann es mir gut vorstellen. Okay, dann gucken wir mal. Machen wir Burger und dann schauen wir, ob er mir so gut schmeckt, wie du ihn angepriesen hast. So, nochmal ein paar Ehrenmänner und eine Ehrenfrau. Okay, Jungs, alles gut oder was? Ja, wisst ihr, was gerade auf mich zukommt und vielleicht auch auf euch? Ich teste, guck gerade nach dem besten Burger Deutschlands, ne? Ja. Ich habe die Döner-Videos schon gesehen. Habt ihr schon gesehen? Ja. Das freut mich. Habt ihr bei diesem Burger schon gegessen? Nee, noch nicht. Noch nicht. Okay, dann kann ich euch ja nicht mal fragen. Könnt ihr so tun jetzt, als wären die voll heftig und ihr sagt jetzt so voll heftiger Burger? Ja. Okay. Okay, ist der Burger heftig? Ja, das ist richtig nice. Ja, perfekt. Was ich feiere, ist, ich feiere alles. Ich feiere Special Burger, ich feiere simple Burger. Ich finde irgendwie überall was Erfreuliches dran. Also irgendwas, was ich mich dran begeistern kann. Und ich begeistere mich auch an den simplen Sachen, weil das ist der Burger, wie man ihn kennt. Ich hatte mit Aaron eben noch mal kurz das interessante Gespräch, weil ihr habt ja auch English Beef. Burger. Genau. Und viele gehen immer davon aus, wenn im Engels schmeckt besser, aber das ist ja nicht automatisch, du sagst, ne? Ganz und ihr sagt selber, der normale schmeckt vielen oft sogar besser. Genau. Okay. Also ja, ich nehme jetzt beides. Ich habe für euch dann auch gleich den direkten Vergleich, was schmeckt wirklich besser. So, sag mal, wo bezieht ihr eure Burger-Buns? Also unsere Buns kriegen wir von der Bäckerei Lück. Das ist eine Bäckerei in Kiel, mit denen wir schon seit einigen Jahren zusammenarbeiten, mit denen wir super Erfahrungen gemacht haben. Die bringen uns jeden Morgen frische Brötchen zu unserer Produktionsküche in Kiel.
Und von unserer Produktionsküche in Kiel werden die uns dann jeden Morgen frisch hierher gebracht. Mhm. Kann man es mit Brioche vergleichen oder ist es eher anders? Nee, doch, kannst du eigentlich ganz gut mit Brioche vergleichen. Ja. Was magst du Brioche? Ist Brioche dein Lieblingsbrötchen? Ah, ich würde sagen mein Lieblingsbrötchen, aber zum Burger passt ganz gut, ja. Frank, macht ihr Medium auch? Oder? Ja, genau. Also standardmäßig machen wir unsere Burger Medium. Mhm. Auf Anfrage natürlich auch dann Well Done, Medium Rare, was immer die Leute wollen. Hier ist auch viel Erfahrungssache. Ne? Mhm. Dadurch, dass wir unsere Burger Patties ja wirklich, also nicht wir jetzt hier, aber unsere Kollegen in Kiel jeden Morgen die Burger frisch zubereiten, kann es halt mal sein, dass du vielleicht prozentual ein paar Prozent mehr Schwein drin hast, dann mal ein paar Prozent mehr Rind drin hast. Ach, da ist auch sogar Schwein mit in den Patties drin. In den Classic, genau. Ach, in den Classic. Da ist sogar Schwein. Das finde ich heftig, weil das kriegt man sonst gar nicht mehr eigentlich. Genau. Krass, da bin ich gespannt drauf. Was haben wir hier Schönes? Jo, wir haben hier einmal den Classic Double mit Smoked Cheddar und Bacon. Mhm. Und dann haben wir hier einmal den Angus Beef Double. Das sieht sexy aus. Gut, danke dir. Also, wir haben hier den gemischten Burger. Das war für mich sehr interessant, Premiere, dass ich wirklich ein Mischhack-Burger esse mit Schwein und Rind. 50%, 50-50 wirklich. Sehr weiches Burgerbun, wirklich sehr fluffig. Schinken, eigene Herstellung, selbst geräuchert, auch der Käse selbst räuchern lassen. Kurze Werbeunterbrechung über den Dächern von Buxtehude für alle Fußballverrückten. Wir wissen ja alle, Bundesliga geht wieder los am Wochenende. Ich habe übertrieben darauf hingefiebert, ich komme gar nicht klar in der Bundesliga. Aber jetzt geht's los und natürlich ich und ich denke mal alle von euch, die Fußball mögen, wollen die ganzen Informationen haben und die kriegt ihr bei OneFootball. So, das ist eine App, findet ihr nachher in der Videobeschreibung. Da habt ihr halt alles am Start. Ihr habt Live-Ticker, ihr habt sogar Live-Spiele, die ihr streamen könnt. Ihr habt Tabelle, ihr habt Statistiken, ihr habt News. Transfers, ihr habt alles am Start. So, das kriegt ihr alles zusammen, könnt personalisieren, könnt eure Top-Mannschaft eingeben, eure Top-Nationalmannschaft, alles. Könnt sogar Wettbewerbe extra, die euch sehr interessieren, eingeben. Habt dann sozusagen personalisiertes Ergebnis, was ihr auf euer Handy kriegt. Ja, und das Ganze ist natürlich umsonst. Checkt aus in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, geht's weiter im Video. Jetzt natürlich auch die Frage, das New York City, schmeckt mir das raus? Also erstmal, man merkt sehr intensiv, dass der Schinken selber geräuchert ist. Du merkst es 100%. Er hat wirklich einen richtig individuellen Räuchercharakter. Ich bin Schinkenexperte. Ich kann sagen, ich habe vielen Schinken gegessen im Leben. Und der ist individuell. Der ist anders. Also ein Supermarktschinken, selbst im Biomarkt. Ich bin Biomarktkäufer. Ich kann jetzt nicht sagen besser, aber anders. Er hat einen sehr individuellen Charakter. Ist nicht ganz medium. Das liegt aber daran, dass wir die sehr gequält haben mit dem Burger drehen, weil wir das fürs Kammermaterial brauchen. Ist aber nicht schlimm. Ich sag jetzt mal so, das Hack hat einen sehr angenehmen Biss von der Textur. Man spricht ja davon, von der Körnung des Hacks. Das würde ich sagen, etwas gröber. Zumindest ist es sehr fest im Biss. Vielleicht ist es auch die Fleischart. Vielleicht ist es auch die Fleischart, aber das Schwein vielleicht da drin, aber es ist etwas gröber und das mag ich. Mochte als Kind schon grobe Bratwurst tatsächlich. Schmecken wir das New York City raus. Das ist für mich die größte Frage. Ich war durch andere Burger in der Vergangenheit abgeschreckt, weil oft der Bacon mir nicht gut gefallen hat. Bei diesem Burger ist es echt gut. Mmh. Oh. Geschmacksexplosion vom Fleisch. Beim Angus. Hier haben wir auch Medium. Versuch so auszudrücken, Burger Bun, um euch da ein Feeling zu geben. Beziehungsweise erstmal Soßen. Soßen sind halt sehr klassisch Ketchup einfach drauf, was ich ja an sich sehr gerne mag. Und die Burger Buns sind eher so, dass sie untergehen. Die sind unauffällig, sehr unauffällig bei dem Burger. Die begleiten eigentlich nur, haben aber keinen großen Eigengeschmack. Der Fokus ist aufs Fleisch gelegt, ist auf die Soßen gelegt. Beziehungsweise auf den Speck auch bei dem einen Burger. Von dem Gemischburger, weil mir dieser Geschmack vom Bacon ging mir nicht aus dem Kopf. Ich will für euch die perfekte Beschreibung haben und dafür musste ich mir noch einen bestellen. So, Aaron, ich habe jetzt so wieder noch eine Bitte. Kannst du mir von diesem Speck noch mal nur diesen Speck machen? Weil ich komme an diesen Geschmack, was ich im Kopf habe. Ich komme nicht dran. Ich brauche nur so einen kleinen Teller. Einfach nur mit dem gerösteten Speck. Perfekt, danke dir. Oh, ich komme an diesen Geschmack nicht ran. Ich weiß nicht, wie ich ihn beschreiben soll sonst. Ich habe mir jetzt noch mal extra nur den Speck kommen lassen. Leichter Honig, leichte Süße. Röstaromen, kross. Ich sag euch, wo der Hund begraben ist. Um diesen Geschmack rauszufiltern, darauf bin ich jetzt nicht nur stolz, das ist heftig. Das ist heftig und ich würde behaupten, das kriegt kaum einer so hin. Okay, dann kann ich mich noch mal reinflaschen. Ich krieg ja gerade noch mal Bacon. Ich muss einfach noch mal sagen, das, was ich hier leiste, das ist bahnbrechend. Das ist, diesen Geschmack da rauszufiltern, das grenzt an unmöglich, weil es auf einer Täuschung basiert.
Du isst diesen Bacon, er schmeckt zum Teil nach Bacon, aber ihr habt verrückterweise den Geschmack, als würdet ihr frische Chicken Wings kross gebraten mit einer Honigmarinade vom Grill nehmen. So, und habt diesen Geschmack vereint in diesen Bacon. Ich weiß nicht, wie das geht. Das ist das, was mich jetzt so geflasht hat. Und jetzt werde ich mich für die Bewertung noch mal richtig zusammenreißen, das Ganze durchtüfteln, dann kriegt ihr gleich die Bewertung von mir. Was ist da jetzt mit diesem New York City? Schmecke ich es oder schmecke ich es nicht? Aaron, ich habe jetzt direkt vor deinem Laden die Bewertung auch für dich. Ich muss sagen, es ist richtig schwer gewesen, gerade diesen Bacon, diesen Geschmack da rauszufiltern, an was es mich erinnert, war beinahe unmöglich. Da bin ich auch sehr stolz, das rauszufiltern können für meine Community. Ja. Jetzt relativ nüchterner Part und danach sollst du noch mal dein Statement vielleicht dazu geben. Also erstmal die Antwort auf die Frage. New York City Burger, habe ich es rausgeschmeckt oder nicht? Ganz klar nein. Das sieht einfach daran, weil ich nicht weiß, wie schmecken New York City Burger. Aber es war nicht, die Frage kann ich euch sagen, liebe Community, es war nicht so, dass ich jetzt gegessen habe und gedacht habe, boah, das ist jetzt irgendwie, das kommt aus einem anderen Land, das kommt vom anderen Kontinent oder wie auch immer, ne? Das war es nicht. Also ist ja auch nicht positiv oder negativ. Ich weiß einfach nicht, wie schmeckt New York City Burger. Die Mischung Schwein und Rind, muss ich euch sagen, kommt die Diskussion jetzt vielleicht. Burger muss Rind sein, Burger muss so oder so. Schwachsinn. Jeder macht seinen Burger so, wie er möchte und wo steht geschrieben, wie er sein soll. Ich im Groben, wenn ich jetzt entscheiden müsste, würde ich auch ein Rinderpatty nehmen. Das hat jetzt nichts mit dem Burger eben zu tun. Nur müsste ich die Entscheidung nehmen. Zu deinem Burger jetzt. Der gemischte Burger hat mich sehr überrascht. Sehr überrascht. Bin ich misstrauisch gegenüber angetreten, gebe ich eine 8 von 10 tatsächlich, weil dieser Bake mich weggeflasht hat. Ich weiß nicht, wie ihr es macht. Es hat mich geflasht, deshalb eine 8 von 10. Den anderen Burger, der hat reingehauen mit einer Geschmacksexplosion am Anfang, aber dann war es relativ nüchtern. Der weitere Geschmack, also dieser Geschmacksexplosion hat nicht angehalten. Deshalb gebe ich nur eine 7,5 von 10 den anderen, nur immer noch gut. Der Burger-Bun für mich muss mehr Wumms haben. Ist für mich ein bisschen untergegangen, ist gewollt, so wollt ihr das, ist aber dezent. Ja, ist mir zu passiv. Aber das ist Geschmackssache. Soße, so wie wohl ein Burger sein soll, nicht kein Tamtam, wie du gesagt hast, einfach basic. Erstmal vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Das hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir hier. Auch danke für das Feedback. Wir lernen ja auch immer gerne dazu. Wir wollen, dass ihr happy seid, wenn ihr zu uns kommt, dass ihr zufrieden nach Hause geht. Deswegen, ne? Wir denken immer wieder darüber nach, wie können wir noch besser werden. Ja. Werden es versuchen. Und vielleicht kriegen wir das nächste Mal sogar eine 9 von dir, wenn du kommst. Geil, danke dir, Aaron. Hat sehr Spaß gemacht. Korrekt. Auch. Ja, und dann an euch nochmal danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, Daumen oben, die Glocke an natürlich und einen Kommentar. Wo geht's als nächstes hin? Ihr wisst, es gibt eine Belohnung für den besten Burger Deutschlands. Bis dann.